Hallo Freunde, herzlich willkommen beim Unboxing von mir, nämlich diesmal die Infamous Collector's Edition, die ich mir gekauft habe auf Amazon. Will gleich Werbung machen, ja. Das ist die Box. Sieht am ersten Blick, finde ich, ziemlich klein aus, aber der Inhalt zählt. Der Inhalt wird wahrscheinlich gigantisch sein. Und dann fangen wir mal an, das hier aufzureißen. So. Und holen das gute Stück mal raus. Da haben wir das gute Stück auch schon. Halt ich mal ein bisschen in die Kika-Kamera. So, PlayStation 4, da steht's drauf. Collector's Edition von Sucker Punch. Ich habe den ersten Teil auch schon gespielt, habe ich auch schon Platin erreicht. Den fand ich schon ziemlich geil. Dann wurde mir auch schon der zweite empfohlen. Den wollte ich auch noch machen, aber ich hatte derweil sehr viele Projekte am Start. Deswegen, den auch reinzuquetschen, war dann ein bisschen viel Aufwand. Und ich werde jetzt auch ein Let's Get Platin vermachen. Dafür sind wahrscheinlich auch zwei Spieldurchgänge notwendig. Einmal auf dem guten Karma zu spielen und einmal auf dem schlechten Karma zu spielen. Bösen, schlechten. Nicht schlechten, sondern bösen. So rum. Und ja. Aber das werde ich dann wahrscheinlich in dem Let's Get Platin sagen. Alles wie und warum und was und weshalb. Aber hier geht es erstmal um das Unboxing. Machen wir mal auf hier. Ah, und hol erstmal das erste raus. Was ist das hier? Das sind die Button Badges. Die kann man sich so an Dings machen, an Schulranzen oder Jacke oder Textilien halt. Lege ich mal hier hin. So. Was haben wir hier? Was ist das? Ein Bottle Opener. Also ich denke mal, für meine Englischkenntnisse müsste das Flaschenöffner heißen. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Werde ich, glaube ich, auch mal privat benutzen. Nee. Ja, doch, schon, aber. Privat schon, aber. Nicht zweideutig verstehen, Freunde. Was haben wir hier? Was steht hier? Ein Collectible Coin. Da. Ich weiß jetzt nicht, wofür das gut sein soll, aber es sieht. Ich mag einfach diesen Vogel. Diesen Vogel mag ich einfach voll. Der sieht, finde ich, ziemlich cool aus. Dann kommen wir mal hier zum. Ich sag mal zum Hauptteil. Zum Hauptteil. Hier hängen auch ein bisschen Buttons dran. Das ist nämlich die Jacke und die Jacke stellt gleichzeitig ein Spielcover dar. Kann man hier aufmachen. Und dann ist hier das Cover quasi drin. Es sieht zwar nicht so aus wie die Originalspielverpackung. Vielleicht ist es ein Wendecover. Das kann ich gleich nochmal gucken. Und weil eigentlich ist vorne. Das Bild hier drauf, Moment. Bei dem Originalspiel. Ein bisschen drehen, Moment. So. So sieht das eigentlich normal aus, das Cover. Aber es ist hier jetzt alles ein bisschen besonders. Wegen der Special Collector's Edition. Special Edition gibt es ja auch noch, aber da ist nicht so viel drin. Und dann haben wir noch was, nämlich, was ich ganz cool finde eigentlich. Nämlich die Original Delsin. Mütze. So. Das ist das hier. Kann man dann auch mal privat auch benutzen. Ich mache mal am besten das Ding hier auf. Das hier ist ja wie ein Hoodie halt. Oder wie man das nennt, diese Mützen. Muss ich mal aufziehen, muss mal gucken, ob sie passt. Wenn nicht, verschenke ich sie, verkaufe ich sie, mal gucken, was ich damit mache. So, das war der Inhalt. Erstmal von der Collector's Edition. Hier ist nichts mehr drin. Leer. Und dann gucken wir mal, machen wir nochmal das Spiel auf, Freunde. Und das mal so ein bisschen so. Und da bin ich gerade auf diese Maus hier gekommen. Das tut mir leid. Hab damit aus Versehen das Video beendet. Aber das hier ist erstmal das Gesamtpaket quasi. Und jetzt mache ich mal dieses Spiel hier auf und guck mal, was da uns noch drin erwartet. Weil ich habe noch gelesen, dass uns noch ein Bonus-DLC erwartet. Nämlich eine Nebenmission mit Cole, den wir aus Infamous 1 und 2 kennen. Die Hauptperson quasi aus 1 und 2 Infamous. Infamous 1 und 2, so rum. Und vielleicht ist auch das Wendecover hier dabei. Mal sehen. Ich weiß es nicht. So, hier die CD. Halte ich mal so hin. CD.
Grundsteuerung von Second Son. Mal gucken, nicht, dass hier auch noch ein Code ist, den ich verdeckt halten muss. Paper Tutorial. Bonusmission jetzt freischalten. Steht hier. Und dann ist hier auch dieser Code, den ich jetzt gleich einlösen würde. Also es ist egal, ob ihr ihn seht oder nicht. Und das ist aber kein Wendecover. Finde ich ganz ehrlich ein bisschen schade, aber gut, das ist halt so. Und Gutscheincode, was? Und da kriegt man die Coles-Jacke, wie man die hier oben sehen kann. Moment. Bisschen jetzt hier mitten ins Licht gehalten. Und noch eine Jacke mit diesem Cover hier. Hinten drauf. Und ja, den werde ich mal eingeben und einfach mal ein bisschen damit rumlatschen, würde ich sagen, in meinen Let's Get a Platin. Und das war's dann erstmal voraussichtlich mit dem Unboxing. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr werdet das Gameplay-Projekt, Let's Play-Projekt, Let's Get a Platin-Projekt mitverfolgen. Und ich rechne mit euch. Euer Neuron ist out. Yes, sir.